Wir sind ein mittelständisches Reedereiunternehmen mit Sitz in Bremen und 18 weiteren Büros über die ganze Welt verteilt. Die Reedereigruppe wurde 1989 von Kapitän Peter Harran begründet und hat in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum, was wir natürlich gebührend begehen. Kommunikationssysteme an Bord als auch an Land haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hinreichend verändert. Für uns ist es wichtig, dass wir mit unseren Schiffen, ob im Hafen oder auf See, jeden Tag zu jeder Zeit in Verbindung treten können. Heutzutage ist es essentiell wichtig, dass wir an Bord unserer Schiffe eine funktionierende IT haben. Ganz besonders das E-Mail-System ist äußerst wichtig, weil sehr viel beim Einlaufen des Schiffes zum Beispiel im Vorfeld mit den Hafenagenturen abgeklärt werden muss und das passiert alles über E-Mail. Wir haben ja 70 Schiffe, die weltweit durch die Gegend fahren und das sind eigentlich im Prinzip einzelne Netzwerke, die wir von hier aus betreuen. An Bord sind immer so bis zu 10 Rechner, die auch natürlich mit entsprechender Software ausgestattet werden müssen. Bevor wir ACMP im Einsatz hatten, haben wir die PCs immer per Hand manuell vorbereitet hier bei uns im Büro, haben die fertig gemacht und dann an Bord geschickt. Meistens musste dann auch immer noch ein Kollege mit hinreisen und da die Schiffe weltweit unterwegs sind, ist das dann auch mit einem großen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Durch ACMP können wir das Ganze jetzt von hier aus steuern. Wir können also von hier aus per Knopfdruck eine Neuinstallation zum Beispiel von einem PC an Bord initiieren oder auch eine neue Software sehr einfach ausrollen. Aber die Zeitersparnis ist natürlich enorm, vor allen Dingen, wenn wir nicht mehr zu den Schiffen hinreisen müssen. Also ich weiß, dass wir zurzeit noch gar nicht alles von dem Produkt im Einsatz haben. Also wir denken zum Beispiel darüber nach, den Bereich des Ticketsystems eventuell noch zu benutzen oder das Asset Management. Aber für uns waren die Punkte Software-Rollout und einfache Möglichkeit, Updates halt zu verteilen, das war für uns erstmal das Wichtigste. Und das hat uns schon einen entscheidenden Schritt nach vorne gebracht. Wenn man weiß, was man erreichen möchte und ein entsprechendes IT-Verständnis hat, dann lässt sich die Software wunderbar bedienen. Ich bin auch schon viele Jahre in der IT tätig und ich kann wirklich nur sagen, also einen besseren Support habe ich bis jetzt woanders noch nicht gehabt.